Hallo und willkommen bei Schiff und Kreuzfahrten. Heute geht es um die Meyerwerft in Papenburg. Ihr habt alle mitbekommen, dort wird aktuell AIDA Nova gebaut und es gab Verzögerungen beim Bau. Vielerseits wurde gesagt, ja, das liegt ja doch auch an AIDA, dass sowas zu spät kommt. Und ja, heute hat die neue Osnabrücker Zeitung einen relativ interessanten Beitrag geschrieben. Er ist hinter einer Bezahlschranke, aber es haben sich jetzt auch Zeitungen drangehängt, wie der Fokus, die das dann auch nochmal zusammengefasst haben, was darin steht. Und zwar geht es darum, dass die Meyerwerft ein internes Mitarbeitermagazin hat. Und in diesem Mitarbeitermagazin spricht man sehr, sehr deutlich davon, dass man nicht nur bei AIDA Nova erhebliche Verzögerungen hat, sondern auch bei anderen im Bau befindlichen Kreuzfahrtschiffen. So ist zum Beispiel die Spectrum of the Seas im Bau für Royal Caribbean. Die soll im April 19 ausgeliefert werden. Hier sagt die Geschäftsführung klar und deutlich, wir haben in allen Bereichen erheblichen Verzug. Auch bei der Spirit of Discovery für Saga Cruises gibt es in Teilbereichen schon einen Verzug. Das Schiff soll Mitte 19 abgeliefert werden. Die Meyerwerft versucht in verschiedenen Formen dem Ganzen entgegenzuwirken. Sie bittet die Mitarbeiter um einen besseren Umgang miteinander, um ein besseres Arbeitsverhalten miteinander, dass jeder mehr anpackt. Man sagt, wenn man die Stunden erhöht pro Kopf, sollte man das Ganze dennoch alles gut zu Ende bringen können und ein gutes Geschäftsjahr 19 haben können. Und man gibt auch zeitgleich zu, dass es sich dabei nicht nur um zeitliche Verzögerungen handelt, sondern dass man auch beim Stundenaufwand und auch bei der Kalkulation ein bisschen vertan hat. Man sagt, außer die Termine betrifft dies auch den Stundenaufwand sowie die Kosten, die Planung offenkundig für mehrere Bauten deutlich übersteigen. Ja, ich würde sagen, da brennt etwas die Hütte, was eigentlich sehr schade ist, weil Meyerwerft ja immer sehr, sehr pünktlich war. Gut, sie sind ja auch immer mal ein bisschen, hat es schon mal so ein bisschen Verzug, haben es dann wieder einfangen können. Aber generell finde ich das jetzt nicht so, dass man darüber lachen kann, sagen kann, hö, ist lustig. Ich finde es eher ein bisschen doof, weil da hängen ganz viele Arbeitsplätze auch dran. Und ich hoffe sehr, dass die Meyerwerft das alles wieder in den Griff bekommt und die Schiffe dann letztlich auch pünktlich ausliefert. AIDA Nova ist ja, wie ich gestern sagte, bereits auf zweiter Probefahrt. Da hoffe ich, dass das jetzt alles gut verläuft und sie dann im Dezember auf ihre Jungfernfahrt fahren wird. Ja, und die Spectrum of the Seas Ablieferung im April, ja, das sind noch 5 Monate. Und wenn da wirklich Verzug in allen Bereichen ist, wie sie es darstellen, dann kann man wirklich nur hoffen und beten, dass das funktioniert und da keine erheblichen Verzögerungen kommen. Verzögerung heißt auch immer Ärger für die Reederei, Ärger für die Werft. Die Werft hat natürlich da Konventionalstrafen zu zahlen, wenn sie ihre Termine nicht einhält und sowas ist am Ende des Tages immer doof. Ja, auf jeden Fall gibt die Meyerwerft intern offen zu, erheblichen Verzug zu haben bei mehreren Bauten. Und ja, man hat jetzt noch ein neues Mitglied in die Geschäftsführung genommen, hat neue Positionen geschaffen und versucht dem Ganzen etwas entgegenzuwirken, dass das alles wieder in ordentliche Bahnen zurückkommt. Dann hoffen wir, dass das so sein wird. Ich wollte euch darüber informieren, dass dies der aktuelle Stand in der Meyerwerft ist und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut, danke, ciao.